9 Uhr morgens in Wiesbaden und ich bin auf dem Weg zu einem Gewinnerprojekt der Umweltlotterie, genau. Und Sie kennen doch bestimmt das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm. Passender könnte ein Sprichwort heute gar nicht sein. Denn bei uns dreht sich in den kommenden 3 Minuten alles um Vögel und Nistkästen. Doch erstmal der Reihe nach. Das Umweltamt Wiesbaden hat vor einigen Jahren ein Projekt gestartet, um Vögeln in der Stadt mehr Nistmöglichkeiten bereitzustellen. Glücklicherweise wurde genau dieses Projekt jetzt ausgewählt und hat den Zusatzgewinn in Höhe von 5.000 Euro bekommen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir die 5.000 Euro gewonnen haben, dass wir jetzt endlich was für den Vogelschutz hier tun können. Und zwar das sehr wichtig, das Thema hier an die Bevölkerung zu kriegen, die Bevölkerung zu sensibilisieren für Vogelschutz. Und das war natürlich ganz toll, dass wir jetzt starten konnten. Kurzerhand wurden 200 Nistkästen bei einem gemeinnützigen Verein für Behindertenhilfe bestellt. Mitte Oktober wurden die Häuschen dann zum Umweltladen geliefert und kostenfrei an die Bevölkerung abgegeben. Der Andrang war wirklich groß. Wir wussten auch nicht, also wir konnten das vorher nicht einschätzen, wie wird das angenommen werden. Wir hatten Nisthilfen drinnen und draußen aufgebaut und um 10 den Laden geöffnet. Und dann ging es sofort los, es standen schon Schlangen da und die Leute waren ganz begeistert, haben sich sehr gefreut, eben auch was für den Vogelschutz tun zu können. Und das war wirklich eine ganz tolle Sache. Weniger toll ist die Tatsache, dass von den 260 einheimischen Vogelarten die Hälfte gefährdet ist. 30 sogar vom Aussterben bedroht. Eine Ursache ist der schrumpfende Lebensraum der Tiere. Schwierig ist die Situation für alle Vögel hier in der Stadt, weil wir halt so aufgeräumte Strukturen haben. Unsere Gärten haben nicht mehr so viel Efeuhecken zum Beispiel und auch die Parks sind oft sehr aufgeräumt, sodass alle Vögel eigentlich auf der Suche nach Nistplätzen sind. Helfen können wir sehr gut den Halbhöhlenbrütern und den Höhlenbrütern. Und das sind die Vögel, die wir eben auch viel hier haben. Und die freuen sich natürlich über Nistkästen. Doch nicht jedes Häuschen ist geeignet. Von Plastik sollte man lieber die Finger lassen, denn es ist weder atmungsaktiv noch isolierend. Viel besser sind Naturmaterialien. Der perfekte Nistkasten ist entweder aus Holz oder aus Holzbeton. Es ist wichtig, dass er nicht lasiert ist, damit die Vögel nicht irgendwelche Ausdünstungen einatmen. Er muss entsprechend groß sein, dass die Vögel reinpassen und auch ein Nest reinpasst mit genügend Anzahl von Eiern. Sehr schön und komfortabel ist es, wenn er hier vorne ein Häkchen hat, dass man ihn aufmachen kann und bequem reinigen kann, denn das ist auch sehr wichtig. Und natürlich ist es auch gut, wenn er eine Aufhängung hat, dass ich ihn am Baum befestigen kann. Mehr Tipps und Tricks bekommt man auch vor Ort im Umweltladen Wiesbaden. Und obendrauf gibt es auch noch eine kleine Ausstellung. Für mich heißt es jetzt Abflug und natürlich drücke ich ganz fest die Daumen für die heutige Ziehung.